Ich muss, um die E-Mails zu verstehen, unter Umständen nicht übersetzen, was die Menschen darin geschrieben haben, um zu erkennen, dass es was ist, wo ich sage, oh, hier bahnt sich was an, da muss ich drauf schauen. Und das ist genau das, was wir durch die Snowden-Enthüllungen gelernt haben. Es sind gar nicht so sehr die Inhalte, um die es geht. Es ist gar nicht so sehr interessant, was jemand in das Telefon hineinspricht. Das muss ich nicht verstehen. Das ist mir völlig egal. Es ist auch nicht interessant, was jemand in Social Media oder auf SMS schreibt. Viel interessanter ist, wer mit wem verbunden ist, das Netzwerk. Wenn ich mir die Netzwerke betrachte, kann ich daraus häufig Rückschlüsse auf die Inhalte ziehen. Und dafür muss ich nicht mal die Sprache sprechen, in der die Kommunikation stattfindet. Also ein Beispiel, wir haben Auswertungen gemacht von Bildern, die Leute auf Social Networks teilen. Und es gibt so typische Muster, wie Bilder von einem zum nächsten weitergegeben werden, also geshared werden. Und bestimmte Bilder hinterlassen typische Muster, wo man sagen kann, das ist was Besonderes. Dann schaue ich rein, sehe, okay, das sind Bilder, die irgendwas mit zum Beispiel mit Demonstrationen zu tun haben in autoritären Ländern. Auch wenn ich nicht verstehe, was da geschrieben ist, weil ich die Sprache nicht verstehe. Und das ist das Interessante an den Daten, dass ich plötzlich Daten verwende, um Dinge zu verstehen, ohne sie semantisch zu verstehen, also ohne die Inhalte wirklich begreifen zu müssen. Wenn ich dann was identifiziert habe, wo ich sage, oh, das ist aber interessant, dann kann ich hingehen und kann schauen, was steht da wirklich, kann das übersetzen lassen. Aber aus diesem Berg an Informationen die relevanten Daten rauszuziehen, das geht vollkommen ohne inhaltliches Verständnis. Wir haben einen einfachen Webcrawler, also ein Programm, das automatisch Webseiten durchsucht. Gibt es im Internet viele Programme, die das kostenlos, also die man sich einfach nehmen kann dafür. Wir haben den so eingerichtet, dass er so Scientific Journals, also wissenschaftliche Zeitschriften, nimmt und die Abstracts, also die Zusammenfassung der Inhalte dieser Zeitschriften, automatisch einliest. Dann zählen wir einfach aus, welche Wörter in diesen Abstracts besonders häufig vorkommen und welche Wortpaare vor allem. Und welche Wortpaare zum Beispiel in einem bestimmten Abstract zum ersten Mal überhaupt vorkommen, die vorher noch nie vorgekommen sind. Das sind in der Regel Wortpaare, die irgendetwas Interessantes bedeuten. Und wie gesagt, dazu muss ich die Sprache nicht sprechen. Das kann ich auf Japanisch machen, obwohl ich kein Japanisch kann. Sehe ich plötzlich, dieses Wort oder dieses Wortpaar kommt viel häufiger vor als in der Vergangenheit. Dann übersetze ich es und stelle fest, oh, das ist ein interessantes Forschungsthema, das hier zum ersten Mal beschrieben wird. Und ich bringe dieses Beispiel, weil das ist nicht unheimlich, sondern das ist sehr praxisbezogen, kann mit Patentschriften machen, kann auf die Weise automatisch erkennen, in welche Richtung zum Beispiel bestimmte Firmen Dinge patentieren, also in welche Richtung die Forschung betreiben, ohne dass ich verstehe, was da drin steht. Das kann ich dann Fachleuten überlassen, aber ich kann es erkennen, dass das was ist, was wichtig ist. Das kann ich natürlich genauso machen mit Themen, die Leute auf Social Media schreiben. Das kann ich machen mit E-Mails, die Menschen schreiben. Und da wird es natürlich dann plötzlich interessant. Das ist ein ganz einfaches, sehr wenig elaboriertes Vorgehen scheinbar, was unglaublich gute Ergebnisse liefert. Wie gesagt, da muss man sich echt andere Fragen stellen, was informationelle Selbstbestimmung, also das Recht an den eigenen Daten in dem Zusammenhang überhaupt noch bedeutet. Die Frage ist ein bisschen so ähnlich, wie wenn man Leute im 19. Jahrhundert gefragt hätte, wie finden Sie eigentlich die Dampfmaschine? Und dann kann man darüber philosophieren, dass die Dampfmaschine die Weber arbeitslos macht und riesige Umwälzungen produziert, die Weltkriege sozusagen erst ermöglicht hat. Also es hilft aber nichts. Das ist, deswegen ist die Frage viel interessanter, was sind so mögliche Wege, die das gehen kann? Und ein Weg, der sehr spannend ist, es wird immer wichtiger, Daten zu teilen. Also die Belohnung, die ich dafür bekomme, ist sehr hoch. Das ist der Grund, warum Leute auf Facebook sehr viel über ihr Leben erzählen. Das ist eine sehr hohe soziale Belohnung. Ich bin anderen Menschen sehr nahe dadurch. Und ich erfahre das auch gegenseitig. Und das ist höher als das, was ich dafür aufgeben muss. Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen das in der Regel als fairen Deal sehen. In Russland beispielsweise verlangen die Haftpflichtversicherer für Autos, dass ich eine Kamera vorne in der Windschutzscheibe habe und
die ganze Zeit filme, was passiert durch die Windschutzscheibe. Sonst bekomme ich keine Haftpflichtversicherung. Das ist bekannt geworden, wenn Sie sich erinnern, dieser Meteor, der über Russland explodiert ist. Von dem gibt es unglaublich viele Bilder. Das ist ein ganz seltenes Ereignis, dass so eine riesige Sternschuppe so explodiert. Gewaltig. Und das wird normalerweise, das dauert ja nur Sekunden, nie aufgezeichnet. In Russland gibt es unzählige Videos davon durch diese Autokameras. Nur nebenbei. Das heißt also, da ist ein riesiger wirtschaftlicher Druck, Privatsphäre aufzugeben, Daten über sich preiszugeben und dafür einen sehr viel billigeren Versicherungstarif zu bekommen. Wozu führt das? Das führt dazu, dass ich plötzlich über meine Mitmenschen sehr viel erfahre, was ich bisher nicht gewusst habe, und die über mich auch. Und ich glaube, wir werden so einen Wandel sehen, so das, was momentan die Gesellschaft, also sprich der Staat, macht über Surveillance, also Überwachung. Mir auf die Finger schauen, hierarchisch. Ich habe eine Polizei, die für Recht und Ordnung sorgt. Das war früher auf dem Dorf nicht so. Auf dem Dorf hat jeder auf seine Nachbarn geachtet, im Guten wie im Schlechten. Das war sehr eng, aber auch sehr friedlich sozusagen. Also das ist so, auch ich will das gar nicht werten, so sieht das Dorf aus. Und nicht umsonst spricht man vom Global Village, also vom globalen Dorf. Da ist sehr viel Wahrheit drin. Das globale Dorf ist eine Gemeinschaft oder sind viele Gemeinschaften, die sich sehr genau auf die Finger schauen. Wir sehen das im Marketing schon sehr deutlich, dass sich bestimmte Formen von Werbung oder von Marken gut durchsetzen, wenn es um so gemeinschaftlich organisierte Menschen geht. Also Prestige funktioniert da nicht. In der Gemeinschaft hat es keinen Sinn, mir Marken anzuheften, für die ich bewundert werde, weil die Leute mich ja persönlich kennen. Das wirkt eher abstoßend. Das heißt also, ich werde versuchen, eher tief zu stapeln, eher zu sagen, ich gehöre zu euch, ich tue euch keinen Schaden an, ich bin im Gegenteil, ich bin ein gutes Mitglied der Gemeinschaft. Und also diese moralische Kontrolle, die da aufgebaut wird, die hat eben einen sehr negativen Aspekt, also Enge. Einen positiven Aspekt hat sie natürlich auch, denn sie führt dazu, dass sich Menschen definitiv besser verhalten. Besser im Sinne von nachhaltiger. Und das ist vielleicht ein Weg, 10 Milliarden Menschen, die wir bald auf dem Planeten haben, friedlich zu organisieren. Das ist so eine Vision dahinter. Also ich meine, das kann auch ganz anders laufen, aber das ist so eine von den Aspekten, wo man dem was Gutes abgewinnen kann. Oder wo ich auch sage, deswegen ist das etwas, was so eine Kraft hat. Warum es so viele Menschen machen. Warum das nicht aufzuhalten ist sozusagen, obwohl so viel dagegen spricht. Dann ist ja die Frage schon berechtigt, was treibt so eine Entwicklung denn an? Und ich glaube, dass das, also wenn wir so systemtheoretisch denken, das ist ein System von 10 Milliarden Menschen zu stabilisieren. Jemand, den ich sehr schätze, hat immer seine Session letztes Jahr auf der Quantified Self-Konferenz gemacht mit dem Thema so The Missing Trackers. Und The Missing Trackers sind Frauen. Also ungefähr 10% der Quantified Self-Bewegung sind Frauen und die machen das eher. Warum ist das so? Das ist eine interessante Frage. Warum ist das so dude-heavy? Warum sind das so viele Männer? Viele Dinge sind in der Gesellschaft für Frauen nicht akzeptiert. Selbst wenn die Frauen das eigentlich machen wollen, zum Beispiel wird es Frauen in der Karriere oder im Beruf sehr viel schlechter angesehen, wenn sie viel Alkohol trinken. Im Privaten ist das gar nicht so. Also so, wenn man auf einer Party ist und so weiter, ist kein Thema, wenn Frauen auch viel trinken. Das ist völlig akzeptiert, aber man darf es nicht zeigen. Und das ist einer der Gründe, warum so Selfies mit Alkohol für Frauen viel stärker zurück, also die halten sich viel mehr zurück. Es gibt Experimente, so, wenn man solche Self-Tracking, also so Live-Logging, wo ich immer wieder zeige, was ich gerade mache, wenn man das einsetzt, trinken Männer ganz normal weiter und essen auch ihre Portionen auf, während Frauen dazu neigen, also ich will das nicht pauschalisieren, aber sehr viele Frauen dazu neigen, zum Beispiel ein Glas Wein nur halb leer zu trinken und dann stehen zu lassen. Oder ihr Essen nicht ganz aufzuessen. Also das ist was, und solange das so ist, funktioniert es nicht. Das ist völlig klar. Und dann ist es nur viel schlimmer, diese ganze Fitness-Trackerei. Da ist schon sehr starker Ableismus auch drin. Was mache ich denn, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen oder weil ich zum Beispiel nicht sehr groß oder nicht sehr kräftig bin, wenn ich dann einfach nicht so gut laufen kann und das dann jeder sieht? Solange das nicht akzeptiert ist, dass es okay ist, dass ich das so mache. Ich meine, wir haben eine der Grundbewegungen im Self-Tracking ist die Auseinandersetzung mit bipolarer Störung oder Depression. Schon seit den 60er Jahren gibt es eine sehr starke, in der Westküste, sehr starke Bewegung von Leuten, die
depressiv sind und ihre Stimmungsschwankungen auf die Weise langfristiger tracken, um nicht in eine Depression zu verfallen und sich da nicht mehr helfen zu können, sondern rechtzeitig um Hilfe zu bitten. Das ist unglaublich gut. Das setzt aber voraus, dass man zu seiner Depression steht. Frauen neigen eher dazu, Depressionen zuzugeben als Männer. Männer sind nur schlecht drauf. Und das führt dazu, ich habe da jetzt leider keine Zahl, aber ich habe es zumindest gehört von jemandem in einem Vortrag, dass es eine viel höhere Selbstmordrate von depressiven Männern gibt, obwohl es scheinbar viel mehr depressive Frauen gibt. Und dieses Ungleichgewicht zum Beispiel, das zeigt, also was für ein Problem wir hier haben. Und das sind so Themen, wo ich sage, ja, da muss ich noch nicht mal in eine Folgenabschätzung gehen. Das ist jetzt schon da. Da sehe ich schon die Probleme, die kommen. Und mit denen müssen wir uns in der Gesellschaft auseinandersetzen, eine ethische Debatte führen. Wir müssen uns da über unsere Werte klar werden. Wir müssen so eine Gender-Debatte da zulassen erstmal. Die ist momentan sehr stark tabuiert. Gerade in der Szene ist das so, gibt so Leute, die sprechen darüber und gibt so Leute, die finden das total lästig. Das ist so, das müssen wir auflösen, sonst wird da nichts draus.